Gute Frage. Oh Gott, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Die Tür ist auch offen. Was ist hier los hier? Fenster sind offen, Türen offen. Es ist Nacht. Ich schließe erstmal das Fenster hier. Was soll denn das? Da holt man sich ja hier einen Zug. Ach du Scheiße, ich habe kein gutes Gefühl. Was? Der Rabe sprach nimmermehr. Du Mistvieh. Was ist mit dir? Okay, wir bleiben mal erstmal noch hier. Ja, alles sagt, wir sollen raus. Okay, dann tun wir das auch. Was ist hier los? Was? Moment, die haben wir doch schon mal gesehen. Nein? Ja. Was? Oh. Hä? Schon wieder dieses Mädchen. Sie wirkt so real. Verliere ich langsam den Verstand? Gott, wir sind schon nervös. Wir sind ja schon fast alle. Oh Mann, das ist keine schöne Sache. Okay. Aber ich gönn mir erstmal einen Schluck von meinem Drink hier. Okay, gehen wir rüber zu Carla Valenti. Zur Sporthalle. Und schau mal, was da so abgeht. Der Autopsiebericht hatte mich die ganze Nacht beschäftigt. Oh. Anstatt Fragen zu klären, hatte er nur noch neue aufgeworfen. Ließ der Mörder das Opfer absichtlich so langsam und schmerzvoll sterben? Gab es einen Zusammenhang mit dem rätselhaften Fall Kirsten? Wer hatte mir die E-Mail über Kirsten geschickt und warum? Dieses Training mit Tyler war genau, was ich brauchte, nämlich auf andere Gedanken zu kommen und mich so richtig zu verausgaben. Okay, sehr schön. Komm, Tyler, ich poliere dir die Fresse. Hey, was ist denn mit dir los, Carla? Stimmt was nicht? Wieso? Mir geht's prima. Okay, wärmen wir uns erstmal auf. Sag mir, wenn du fertig bist. Ja, geht klar. Aufwärmen? Ich würde dir am liebsten direkt in die Fresse hauen. So, schauen wir mal. Was ist denn das hier? Erstmal ein bisschen Sit-Ups. Eins. Zwei. Ja. Drei. Ja. Vier. Ja. Fünf. Ja. Sechs. Ja. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Oh Gott. Noch eine Übung und ich bin soweit. Noch eine Übung? Wir machen hier alle Übungen. Was ist das hier? Handeln? So, das haben wir ja schon gemacht hier. Was ist hier? So, komm. Was können wir noch machen? Ah! Sprossenwand. Mhm. Oh. Hübscher Körper. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Fünf. Sechs. Sieben. Ja, ja, ja. Acht. Ja. Neun. Ja. Komm schon. Zehn. Oh. Okay, das reicht. Ab in den Boxring. Ab in den Boxring? Muss Tyler sich nicht auch erst noch aufwärmen irgendwie? Was? Musik? Okay, wir lassen das einfach mal. So, schauen wir mal. Ja. Oh, schöne Aussicht. Zwei. Drei. Ja. Vier. Ja. Fünf. Acht. Da kriegt man ja einen Krampf. Ah. Ja, komm. Oh. Okay,
Das reicht. Ab in den Boxring. Die Musik geht mir auf den Sack. Ich mach das mal doch lieber aus. Ich weiß halt nicht mit GEMA. Ich hab keine Ahnung. Okay. Gut, Taylor. Dann gehen wir mal bei dir hin. Mit dir machen wir irgendwas anderes. Ja, machen wir das mal. Schöne Gewichte heben. Oh. Eins. Ja. Zwei. Ja. Drei. Vier. Ja. Fünf. Sechs. Oh, na nun komm schon. Ah, mir schlafen die Finger gleich ein. Sieben. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ha? Hä? Acht. Ah, oh, oh. Ah. Oh Gott, Tyler. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Komm. Komm bitte. Ah. Zehn. Oh Gott. Ja, heute bin ich in super Form. Oh. Noch eine Übung und ich bin soweit. Oh, meine Finger. So, weißt du was, Tyler? Du bist mir jetzt irgendwie egal. Du bist sowieso eine lauwarme Wurst. Daher klatschen wir dich jetzt unvorbereitet weg halt. Ja. Oh, das ist ja richtig schwer. Komm, Tyler, du Waschlappen. Komm schon. Hm? Oder geht das gleich nicht? Wir müssen wahrscheinlich. Okay. Oh Gott. Nochmal. Was können wir jetzt noch machen hier? Hier irgendwie ein bisschen ranknüppeln? Nee. Hm. Ja, was macht ein Tyler jetzt? Ja, komm. Dann machst du halt auch noch ein paar Sit-Ups. Oder Liegestütze. Oh Gott. Eins. Zwei. Drei. Ja. Vier. Ja. Fünf. Ja. Sechs. Ah. Sieben. Ich kann nicht. Meine Finger. Ah. Neun. Nein, komm schon. Zehn. Oh Gott. Cool, jetzt geht's ab. Ah. Meine Hand. Okay. So. Gehen wir jetzt mal in den Boxring. Ach so, wir hätten ihn gar nicht anreden brauchen. Okay, ich poliere dir jetzt seine Fresse. Ladies and Gentlemen, willkommen in Las Vegas beim heutigen Kampf zwischen dem schrecklichen Tyler Miles und der berüchtigten Carla Valenti. Wag du es noch einmal, mir die Hölle heiß zu machen, weil ich angeblich zu viel rumalbere? Das kann ja nicht gut gehen. Was muss ich machen? Oh, schöner Arsch. Oh. Ja? Wem steuere ich jetzt hier? Falls ich jemanden steuere? Ja, das hast du davon, du Mistvieh. Ich poliere dir deine dreckige Mistfresse, so wie du es brauchst. Ja. Ja. Da, leg dich nicht mal Carla Valenti an. Dann geht's Ende, und zwar ziemlich schnell. Ja, so schön. Immer rein in deine dreckige Mistpresse. Nein. Natürlich ist das ein freundschaftlicher Kampf. Ich kann das gar nicht genießen, weil ich
gucken muss, dass ich alles treffe. Oh, du Penner! Du haust mich? Na, warte mal. Ja, gefällt dir das, eh? Und? Und? Noch eine Runde? Ah, nee, muss nicht sein. Mir reicht's, dass ich dir deine Fresse poliert habe. Nein, mir reicht's. Ich steige unter die Dusche und gehe wieder an die Arbeit. So, das ist auch ein schöner Tagesschnitt. Wenn die Tyler umgehauen der haben. Der Restaurantmord macht dir zu schaffen, was? Ja, irgendein Teil des Puzzles muss da fehlen. Zerbrech dir nicht unnötig den Kopf. Der Typ ist verrückt. Er nicht. Ja, vielleicht. Aber ich will ihn finden, bevor er nochmal zuschlägt. Keine Sorge. Ein Typ, der bei einem Mord derart viele Indizien hinterlässt, kann sich nicht ewig verstecken. Ich hoffe, du hast recht, Tyler. Weiß Gott. Ja, na gut, also viele Indizien, ich weiß nicht. 10 Jahre. 10 Jahre sind seit dem Autounfall vergangen, der mich meiner Eltern beraubte. Ich habe ihren Verlust nie ganz überwunden. Aber wie soll man so etwas auch wirklich überwinden? Angesichts all dem, was mir widerfahren war, verspürte ich das Bedürfnis, ein wenig an ihrem Grab in mich zu gehen. Okay, unser Bruder ist auch da, wie wir sehen. Lukas, wir werden dir schon helfen, dass du hier wieder klarkommst. Es sollte alles funktionieren. Rosen haben wir bei, wir haben alles bei. Okay, hier scheint es zu sein. Schön, dass du da bist. Finde ich auch. John und Mary Kane. 51, 99, 48 Jahre. Und 61 oder ein. Ja, irgendwie so. Lukas? Komm schon, Lukas, spiel doch mit. Du kannst doch nicht ewig nur in der Ecke sitzen bleiben. Lukas. Flashback. Lukas, kommst du? Ich hab keine Lust, Markus. Lass mich in Ruhe. Ich bin es langsam leid mit dir, Lukas. Du willst immer allein sein. Du redest mit niemandem, du spielst mit niemandem. Ich frag mich langsam, ob du nicht verrückt bist. Du bist echt komisch. Ist das schlimm? Komm schon, tu mir den Gefallen. Spiel wenigstens dieses eine Mal mit. Spielen wir Verstecken? Wir könnten zur Halle 4 gehen. Vergiss es! Du weißt doch, dass wir da nicht rein dürfen. Ja und? Wir können durch das Loch im Zaun schlüpfen, wie letztes Mal. Uns sieht schon keiner. Und dann gehen wir durch die Hintertür in die Halle. Gute Idee. Gehen wir! Kommst du auch mit, Lukas? Okay. Ein kleiner... Ja, ein kleiner Eremit. Ist gern allein. Warum? Warum, fragt sich nur. Oh. 4B. Hat er damals schon die Vision gehabt? Halle 4, sie wird Feuer fangen. Markus und die anderen werden in der Falle sitzen. Schnell, ich muss jemandem Bescheid sagen, um sie zu retten, bevor es zu spät ist. Ja, ich renne. Ich renne. Ich renne so schnell es geht.
Ich muss jemandem Bescheid sagen. Erstmal müssen wir hier über den Zaun rüber. Beziehungsweise drunter. Oh, hier kommen wir nicht durch. Das ist ja sehr schön gemacht hier. Oh Gott, wir müssen uns beeilen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendjemand Bescheid sagen kann. Hallo! Ihr müsst da irgendwas machen. Die Halle explodiert sonst. Hallo. Mein Bruder und ein paar andere Kinder sind in Halle 4 und da brennt es gleich. Sie müssen sie retten, bitte. Los, mach, dass du wegkommst. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Was? Es ist die Wahrheit, ich schwör's. Helfen Sie mir bitte. Sie müssen mir helfen. Ich verschwende hier nur meine Zeit. Mir glaubt es eh niemand. Ich selbst muss Markus und die anderen warnen gehen. Kurt sprach von einem Loch im Zaun. Loch im Zaun. Okay, wir müssen nach dem Loch Ausschau halten. Wo ist hier ein Loch? Auf der Seite kann es nicht sein, da kommen wir her. Das muss die gegenüberliegende Seite sein. Okay, wir können nicht schneller rennen, das ist das Schnellste. Aber momentan sehe ich hier kein Loch. Vielleicht hier hinten? Hier hinter Halle 4b. Wo ist Halle 4b? Wo sind wir jetzt? Wir sind da. Das ist nicht richtig. Das sieht nicht richtig aus hier. Moment. Das kann ja nirgendwo anders sein. Wo soll hier das Loch sein? Hallo? Die Kamera ist sehr, sehr komisch hier. Hier ist gar nichts. Da ist kein Loch im Zaun. Oder bin ich blind? Da hinten. Wir müssen hier erstmal irgendwie durch eigentlich. Aber da kommen wir nicht durch. Da kommt. Hä, wieso? Vielleicht hier nochmal schauen? Ich hab doch nichts übersehen! Oder? Moment. Klettern! Okay. Okay. Gut, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich habe die ganze Zeit nach einem Loch gesucht. Aber wahrscheinlich meinen die hier irgendwo so ein Loch. Okay, komm. Ich retten euch. Genau. Okay, wir müssen irgendwie hinter einem Auto. Oh, die Kamera ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob wir hier so richtig laufen. Wir müssen hinter dem Auto. Kommt das Ding zurück? Nee. Oh, die Kamera, das ist die größte Krätze hier. Wir gehen einfach mal jetzt den Weg lang, der vorgeschlagen wird. Oh. Nee, der fährt da lang. Okay, alles klar. Das Loch scheint hier hinten irgendwo zu sein. Da sieht irgendwas aus wie ein Loch. Hier? Ja, sehr schön. Okay, hier müssen wir das Auto als Deckung nehmen. Keine Bewegung oder ich schieße! Was? So, so schnell ist das vorbei? Okay. Dann dürfen wir doch nicht so weit vorrennen. Dann warten wir jetzt aufs Auto.
Das ist ja krass. Diese kleine Kinder erschießen hier. Keine Bewegung, was? Ich schieße. Wer denn? Wo denn? Hä? Bin ich blind oder was ist hier los? Okay. Dann anders. Genau, nehmen wir das hier als Deckung. Okay, komm, fahr. Ja. Komm. Auch wenn der uns eigentlich im Rückspiegel sehen müsste. Keine Bewegung oder ich schieße! Von wo kam das denn jetzt? Alter, ist das... Das ist ja richtig übel schwer. Ach du meine Güte. Okay, auf keine Bewegung, was denn? Ich bin doch nur 3 mm gelaufen. Alter, was ist das für eine Basis hier, wo die Kinder abknallen hier? Okay, wir müssen erstmal hier so lang. Es kann doch sein, dass wir auf ein zweites Auto noch warten müssen. Vielleicht. Okay, jetzt folgen wir erstmal dem. Und biegen hier ab. Keine Bewegung, was denn? Das Auto ist doch da. Die Kameraführung geht gar nicht hier. Ich sehe hier gar nichts. Okay, sind überall Leute, da ist auch noch einer. Rechts oder links neben mir ist noch jemand. Nur wo sollen wir hier flüchten? Wohin? Da ist auch... Keine Bewegung oder ich schieße! Wie soll das funktionieren? Wie soll man hier... Das ist übel. Das ist übel. Können wir hier ganz hinten weiterlaufen? Geht das? Keine Bewegung. Auch nicht. Wo stehen die denn hier überall? Was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Die gucken alle gerade. Der läuft hin und her. Das geht nicht. Das funktioniert hier nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich es mir denke, zumindest. Bin ich hier noch ein Ziel? Echt jetzt? Okay. Ja gut, das wusste ich jetzt gar nicht, dass das so... Ich dachte, wir müssen dir noch ein bisschen weiter folgen. Okay, da gibt es wohl doch Lücken. Na gut. Puh. Lukas, was machst du denn hier? Ich dachte, du spielst nicht mit. Geh sofort raus, Markus. Die Halle wird explodieren. Hä? Wie soll denn... Jetzt frag nicht lang, Markus. Geh raus. Sie explodiert gleich. Ich suche noch nach den anderen. Okay.
Oh nein. Wo? Wo sind sie? Habt ihr euch versteckt? Die haben sich versteckt, diese... Komm, wo versteckt ihr euch? Hier unter? Hier drin? Nee, glaube ich nicht. Das wäre zu einfach. Hier hoch. Hoch mit dir. Wo seid ihr? Versteckt euch doch nicht jetzt, Mensch! Leute, die Bude fliegt hier gleich. Hallo, hab dich. Was willst du denn hier, Lukas? Raus! Das Spiel ist aus. Sie sind alle weg. Du kannst rauskommen. Das ist ja super. Wieso sagt mir das niemand? Nicht so lange quatschen. Hallo, schnell. Okay, hier oben war einer. Das ist schon mal gut. Wie viel waren das? Drei, oder? Drei. Ja doch, drei. Ich glaube, das waren drei. Hier. Hier irgendwo. Ja, zu wenig Zeit, zu wenig Zeit. Hier irgendwo. Hier hinter irgendeinem Regal bestimmt, oder? Da irgendeine Kiste? Leute! Leute, 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 Leute. Da auch nicht. Hier? Oh nee, das gibt's doch nicht. Leute, macht doch nicht so einen Unsinn. Ich sehe halt auch kaum was mit dieser Kameraführung hier. Hier drin? Hier ist was. Was willst du hier, Lukas? Geh raus. Wir spielen nicht mit dir. Du musst hier raus, Kurt. Die Halle wird explodieren. Erzähl doch nicht so einen Stuss. Du bist ein Schwachkopf, Lukas. Wenn du jetzt nicht rausgehst, hau ich dir eine runter. Glaubst du, ich habe vor einem Zwerg wie dir Angst? Diskutier doch! Willst du Schläge? Dir zeige ich's. Lügen. Deine Mutter hat mich hergeschickt. Dann erzähle ich ihr eben, was du hier alles treibst. Was? Meine Mutter? Wenn du ihr ein Wort davon erzählst, bist du erledigt. Wir sprechen uns noch, du Depp. Oh Gott, da war doch noch einer. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss raus hier, bevor alles in die Luft fliegt. Oh Gott, einer fehlt noch. Oder zwei sogar, ich weiß nicht. Lukas, bist du verletzt? Nein, nur ein paar Schrammen. Und die anderen? Ich habe alles versucht, Markus. Ich konnte sie nicht mehr alle rausholen. Oh Mann. Woher wusstest du, dass das passieren würde, Lukas? Ich hab's gesehen. Noch bevor es passiert ist. Ich weiß nicht, wieso. Das werden sie dir nie glauben. Ich weiß. Lukas? Alles in Ordnung, Lukas? Lukas? Hörst du mich? Ich habe mich umgehört. Natürlich ohne Namen zu nennen. Man nannte mir eine Spezialistin für, sagen wir, übernatürliche Dinge. Ich dachte mir, dass sie dir vielleicht helfen kann. Hier, ihre Adresse. Okay. Wir sind... Du weißt, dass ich an sowas nicht glaube, Lukas. Aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie dir irgendwie helfen kann. Ja, das hoffe ich. Unsere mentale Leistung ist schon fast unten.